Wir befinden uns hier auf dem 2014er Harzring-Treffen. Ich habe in letzter Zeit oft die Frage gehört, ach, das Harzring-Treffen, lohnt sich das da hinzukommen? Ja, was für eine Frage. Natürlich lohnt sich das hierher zu kommen. Auf der einen Seite haben wir es heute Freitag früh um 10. Die Strecke ist schon voll mit ungefähr, naja, ich würde mal sagen, 30 Leuten. Es sind Mittwoch die ersten angereist, wir sind gestern auch schon gekommen. Und hier gibt es eine ganze Menge Sachen, wie zum Beispiel Motorenstemmen. Klappradrace. Beschleunigungsrennen. Hillclimbing. Gastrennen in verschiedenen Klassen. Mud Race und Kümpkodeln. Fahren unter Flutlicht. Das alles zusammen macht diese Veranstaltung immer zu einer sehr gelungenen Veranstaltung für mich. Wir tun uns hier 3 Tage lang völlig alles Mögliche abschleifen. Die Mopeds haben 2-3 Kilo weniger, weil überall die Fußrasten weggeschliffen sind. Und uns geht es dann auch nicht mehr gut. Aber es ist immer ein saugeiles Wochenende. Also für alle, die noch nicht hier waren, tut euch das mal an. Das ist auf jeden Fall. Deutschlands geilstem Simson-Treffen. Neben dem geilsten Tuner der Welt ist auch der zweitgeilste Tuner der Welt da. Stell dich doch mal vor für alle, die dich nicht kennen. Ja, hallo, ich bin der Jeffrey von JW Sport. Genau, haben ja im Prinzip den ganzen gleichen Blödsinn wie wir im Kopf, sind auch bei solchen Treffen immer dabei. Jetzt ist gerade das Crossrennen gelaufen, oder? Wie lief's denn? Ja, keine Ahnung, ich war nicht dabei. Wieso das? Ich denke, du hängst rum jetzt, oder was? Ja, ich habe Knie noch kaputt vom letzten Malheur und das geht noch nicht. So ich bin... Jetzt sind wir hier in der Box beim Team. Dreitag Racing. Wie kommt man denn auf die selten bescheuerte Idee, so ein Geschwür zusammenzubauen? Das ist Geldmangel. Die Reste werden verwertet. Wir sind hier auf dem Treffen zusammen mit Katharina. Du wirst ein Star. Ach, geil, das. Ah, was machst du hier? Ich fahre. Ja. Haben wir schon gesehen, fährt hier auf einer Schwalbe, haut sich auch regelmäßig auf die Schnauze. Das aber ist gar nicht wahr. Scheint aber trotzdem Spaß zu machen. Warum kommst du hier mal auf das Treffen? Man trifft Leute, die man sonst das ganze Jahr über nicht sieht. Ist das vielleicht besser? Naja. Wie mich zum Beispiel. Und man kann auch endlich mal so fahren, wie man das sonst nie kann. Ja,
Genau. Und das ist eigentlich ziemlich geil. Hier auf dem Treffen kann man sich richtig einen abschrubben, kann die ganze Zeit fahren. Man fährt bei dem Wetter eigentlich so lange, bis es eigentlich keinen Spaß mehr macht. Man könnte stundenlang weiterfahren. Könnte man, wenn man denn könnte. Man kann aber nicht, oder? Ja, weil schon Blasen an den Händen und Sprit ständig leer und ne, das Problem. Genau, richtig. Irgendwann ist der Sprit alle, Blasen an den Händen, stimmt. Okay, dann wünschen wir dir noch viel Spaß. Danke. Wir sind jetzt hier bei jemandem, der hat gerade einen Rekord aufgestellt für das Mud Race. Mal sehen, ob es nochmal gebrochen wird. Sah ja ganz gut aus, oder? Ich hoffe doch, weiß ich nicht. Jetzt wiederhol uns das nochmal. Warum machst du das? Weil ich Bier haben möchte. Und was machst du damit? Das trinke ich. Ah, okay, dann viel Spaß noch. Sah gut aus. Was für eine Position hast du ausgerechnet? Na, ersten. Ah, ist klar, okay. Wir brauchen ja noch Bier. Wir haben das mit eingerechnet. Ah. Dein erster Sieg hier bei dem Gastrennen, wie fühlen sich das an? Ja, also erstmal auch herzlichen Glückwunsch an mich. Ja, wie viele Runden bist du denn eigentlich gefahren? So? Sensationelle 0 Runden. Wir haben hier eine Überschneidung der Wertung. Wir haben uns aber jetzt dafür entschieden, aus provokatorischen Gründen. Wir werden dir diesen Pokal trotzdem lassen. Wir wünschen dir viel Spaß damit, aber die ganze Welt weiß, dass du nichts dafür getan hast. Oh, das ist ja umso besser. Sehr, aber vielleicht schaffe ich es auch mal. Aber vielleicht nimmst du es als Motivation mit bei unserer Simson GP, in Zukunft mal richtig einzureißen. Na klar, ich trinke auf dich. Einmal, ich will. Prost. Ende Allende Tschüsskowski, es ist vorbei. Gestern Abend wollten wir noch ein bisschen für euch die Party filmen, die hier immer in der Boxengasse ist. Leider hat es geregnet, die Sau. Als es dann irgendwann gegen früh halb drei aufgehört hat, haben wir uns entschieden ins Bett zu gehen. Die Party ging ja trotzdem noch weiter. Ich denke, eine ganze Menge Leute liegen hier noch irgendwo steif in der Ecke, aber jetzt bauen hier alle ab. Freies Fahren ist noch bis um eins. Ich denke, jetzt haben sich alle ordentlich einen Riemen abgeschliffen und ich habe auch keine Lust mehr. Wir gehen jetzt heim und bis nächstes Jahr. Sportfrei. Your living room is a punk rock stage. It's a win.